Ach ja, hier unten habe ich auch voll gestruggelt, bei meinem Run, ohne entdeckt zu werden. Wie komme ich jetzt am besten dort runter? Du kannst auf die Gleise springen. Wird zwar höllisch wehtun, aber hey. Achtung, Bürger von Dunwall. An diesem furchtbaren Jahrestag betrauern wir die tragische Ermordung unserer. Und nicht vergessen, ihre Hilfe bei der Ergreifung von Staatsfeinden wird belohnt. Das hat sich so angehört, als wäre der Sprecher da unterbrochen worden, der Durchsage. Wieso schwingt das eigentlich hin und her? Sondern, dass es von dort unten kam. Ist gleich runtergesprungen. Nee, 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 das sollten wir nicht tun. Das wäre des Todes, einfach so dort hinunterzusteigen. Ich würde mir sämtliche Knochen brechen. Wieso hast du eigentlich nicht mehr deine Armbrust, Corvo? Wieso eine verdammte Pistole? Tue ich mir nicht weh, wenn ich da runterspringe? Nö. Ich vergaß, wir sind super Corvo. Alter Sack, aber trotzdem immer noch ziemlich fit. Wie alt sind wir? 59, habe ich, glaube ich, gelesen. Das Messer von Dunwall, ja. Ja, hatten wir ja auch gemacht. Also das DLC. Aber Chicken, das war doch auch der Spitzname von Dowd. The Knife of Dunwall. Ja, Falkenangriff. Ah, du stehst da auch ziemlich verlockend, Junge. Ich vergesse immer, aus welchen Höhen ich immer fallen kann. Ohne verletzt zu werden. Diese Olle juckt wie blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Du bist deine Uniform nicht wert. Echt mal ausziehen. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Ja, macht euch alle nagisch. So viele Leute. So viele Leute. Erste ihres Namens. Ferner wird Corvo Atano wegen Verrats gesucht. Das hört sich nicht so an, als Alle würde mit das dem daraus kaiserlichen kommen. Schutzherrn Unterschlupf gewähren, werden verhaftet. Obwohl, die da sagen das, glaube ich. Menschen von Dunwall, bleibt zu Hause. Es wird davon abgeraten, die Straßen zu betreten. Ja, denn hier läuft ein Mörder frei herum, obwohl ich nichts getan habe. Denn ich werde mal wieder für Verbrechen. Sie werden mir angehangen, obwohl ich nichts getan habe. Wo rennst du jetzt hin? Darunter. Ach nee, du bist da lang. Das ist. Du gehst nirgendwo hin. Ja. Ja, und ich habe keine Betäubungsbolzen. Autsch. Ich meine verdammte Armbrust nicht dabei hab. Ja, du bist mir zugerichtet. Wir müssen anders vorgehen. Hallo, Mr. Ratte. Das sind ganz viele Ratten. Diese Wolle juckt wie blöd. Warum kann ich Ich nicht möchte einfach sie nur gerne tragen? alle dorthin schicken und dann werden die Ratten sie So Hunger, aufessen. so hungrig. Ach, wir haben alle irgendwas. Jammer nicht rum. Jammer nicht rum. Ja, du hast Hunger. Ich möchte meine Armbrust.
rennt eigentlich jetzt immer noch da unten umher, ne? Ne, der ist jetzt dort. Komm schon! Von Dunwall, hört mich niemand wird dich jemals finden! Uns zum Wohl ihrer Familien alle Hinweise zu den Mördern und Verrätern Emily Caldwin und Corvo Atano weiter. Das klingt einfach nicht so, als würde das da rauskommen. Das stört mich gerade doch ziemlich. Das ist so unnatürlich. Ach komm, ich... Da werden schon keine Ratten hinkommen. Doch, Chicken, gerade jetzt werden da Ratten hin spawnen. Und der Mord wird dann auf deine Schuhe geschoben. Hatte ich schon mal. Sowas ähnliches. Aber dazu später. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal wirklich um euch. Ja, ihr steht alle so nah aneinander. Ich könnte sie auch einfach ignorieren. Und ich sollte auch so speichern. Nicht, dass ich mich mit Quicksave verspeichere. Uiuiui, wo rennst du überhaupt hin, Chicken? In das Haus hinein. Schnell Türe zu. Bevor mich irgendjemand sieht. Hallo? Oh, hier sind Leute zu Hause. Moment, du bist ja gar nicht zu Hause. Du bist hier eingedrungen. Das sagt die richtige Chicken. Ein Safe. Ja. Safe, 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 safe. Was haben wir denn hier alles so Schönes? Außer der Safe. Bestimmt Dr. Galvanis Tagebuch. Ah ja, Galvani. Wir haben den Kerl so oft ausgeraubt im ersten Teil. Es ist ein Tagebuch, also muss ich es vorlesen. Zweiter Tag, Monat der Erde, 1852. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Dunwall verbracht und sogar die gefürchtete Seuche vor 15 Jahren überlebt. Ich erinnere mich noch, wie viele Leute um eine halbe leere Flasche Elixier gekämpft und gemordet haben. Ich habe damals wiederholt mit Einbrechern zu tun gehabt und mich entschlossen, mein Haus zu verkaufen, um an einen sicheren Ort zu ziehen. So nah an Dunwall Tower werde ich nicht mehr gestört. An manchen Tagen sehe ich sogar die Kaiserin in einen Wagen vorbeifahren. Einmal habe ich sogar, da bin ich mir sicher, den kaiserlichen Schutzherr auf einem nahegelegenen Dach erblickt, der einen Streit auf der Straße beobachtete. Ich fühle mich viel sicherer. Ich habe hier wenig Platz, sollte meine Experimente aber trotzdem fortsetzen können, ohne den Verlust meiner teuren Laborausrüstung oder meiner Gelder fürchten zu müssen, von denen meine Arbeit abhängt. Ups! Ja, ne? Die stumpfsinnige Argumente der Lady Boyle. Ja, wo Sokolov sie von hinten gemalt hat. Damals die Party mit den drei Boyle-Schwestern, wo wir das Ziel ausfindig machen mussten. 451, das wird sowas für nicht die Tresorkombination sein. Komm, das ist viel zu einfach. Aber Chicken. Natürlich ist das die Tresorkombination, ja, sorry, Doktorchen, ne? Oh, und ich kann nicht mehr Pistolenmunition tragen. Nichts drin. Gibt's hier noch andere Dinge? Bist du überhaupt der Doktor? Könnte der Doktor sein. Ja, da, du wirst das, was ich aus dem Tresor genommen habe, jetzt sowieso nicht mehr brauchen. Also von daher, alles gut.
Wir haben nichts falsch gemacht. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich könnte sie auch einzeln hier reinlocken. Ja, mit Flaschen schmeißen und anlocken. Ja, ich kann nur mit meinen Fäusten betäuben. Und hier stehen ja ein paar Flaschen, ne? Ja, Reagenzfläschchen. Ich meine, das ist ein Labor und seine Ausrüstung wird er auch nicht mehr brauchen. Verdammt, ich muss pinkeln. Das klang wie Glasscherben. Also, mal sehen. Ja, Glasscherben. Das ist Corvo Atano. Du gehst nirgendwo hin. Och, da! Ich sieht er mich nicht. Also so schlecht war ich im ersten Durchlauf nicht. Wow. Warte, ich muss ihn erstmal irgendwie betäuben. Verbrauchst vor allem mein ganzes Glas, weißt du das? Du Bastard! Rache! Okay, wir müssen es irgendwie anders machen. Müssen den weiter weglocken irgendwie. Die sind da viel zu viel auf einem Haufen. Ich seh mich mal um. Das ist volle Juck. Arsch! Na gut, im ersten Level von Dishonored 1 hatten wir auch nicht. Unsere Betäubungs... Dinger. Aber da oben ist ja, war ja auch hier das Waffen von den Wachposten halt. Ja, so nennt man das. So nennt man das definitiv. Wachposten halt. Wo ist denn der Kleine jetzt? Er kommt da. Das klang wie Glasscherben. Ach, das sind doch keine Glasscherben. Das hast du dir nur eingebildet. Du bist übermüdet. Leg dich schlafen. So. Wie kann ich gespeichert werden? Doch! Speicher! Speicher! Das wird noch ein Spaß. Beim hohen Chaosfaktor können wir uns ja einfach durchknallen. Durchballern, eher schicken. Verdammt, ich muss pinkeln. Ich lesen kann. Klar. Hält er mich für blöd? Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Kennst all deine Buchstaben. Das ist aber... Das ist gut, dass du die Buchstaben kennst. Vom Alphabet, hoffentlich. Obwohl, wenn er da runter geht, bleibt er da einige Zeit? Und dann könnte ich nämlich den Typen oben betäuben. Obwohl, waren die nicht zu viert? Oh, doof, dass Delilah meine Kräfte gestohlen hat, sonst könnte ich mich ja hochteleportieren. Er bleibt da eigentlich schon eine Weile, ne? Würde der das hören? Nee, tut er nicht. Tut er nicht! Was soll denn das? Aber ich könnte auch alternativ das Glas dazu benutzen, um ihn abzulenken, während ich den anderen Typen würge. Jetzt rennt er wieder hoch. Obwohl, du bist auf einer ganz anderen Stufe, ne?
Nicht runter, hoch da, Corvo. Also, ich habe zwei und gebe ihm eins. Dann habe ich noch eins. Aber wenn ich meins esse? Nein, er seins? Was dann? Weiß ich nicht. Verstecken wir uns erstmal da drin, bis der Typ, der gerade bestimmt in dem Moment wieder hochkommen wird, runtergeht. Aber schön, dass ich so viel Munition hier bekomme. Bereit machen. Seien Sie auf Ihrem Posten, sobald der Herzog und unsere neue Kaiserin erschienen sind. Dann wird alles sehr schnell gehen. Erledigen Sie Ihre Aufgabe und Sie werden auch belohnt. Oder wenden Sie sich jetzt gegen mich und ich bitte den Herzog, seinen Attentäter zu Ihren lieben Eltern zu schicken. Der Kronenmeuchler ist der Letzte, den Sie am Essenstisch haben wollen. Mortimer Ramsay. Das ist nicht so nett von ihm. Ja, Speisen mit einem Mörder. Da drin ist auch noch einer. Wehe, du kommst raus. Ist bald Waschtag? Ich hoff's. Ertrag meinen Gestank. Ja, kommst du gerade hoch? Der muss ja eigentlich dastehen, ja. Jetzt ist er da oben. Verdammt, ich muss pinkeln. Dann geh, verlass ruhig deinen Posten. Ich erlaube es dir. Ich bin der kaiserliche Schutzherr. Ich erlaube es dir, keine Sorge. Keine Sorge, du hast meine königliche, kaiserliche Erlaubnis. Was denn jetzt, Chicken? Königlich oder kaiserlich? Da ist ein Unterschied. Meine hoheitliche Erlaubnis. Wo rennt der Typ gerade rum? Ach, der kommt gerade hoch. Er kommt gerade hoch. Oh, hier kann man echt kaum noch Luft holen. Hä? Was ist, bist du erschöpft von den ganzen Stufenklettern? Muss mehr Sport machen, kleines Dickerchen. Möchtest du dich vielleicht mal für ein paar Minuten hinlegen? Ach, schwer, die versetzt. Wie wär's mit der für den Rest der Mission? Kannst du dich auch hinlegen? Ist mir gleichgültig. So, gute Nacht. Körper verstecken. Bei den ganzen Leuten hier wird das doch kaum auffallen. Eine Granate. Definitiv brauche ich die. Definitiv. Steckst du, Freundchen, grad? Guckst in meine Richtung. Und gute Nacht. Hast du denn hier was Schönes in dir drinne? Also in dir wahrscheinlich nicht, sondern hier drinne. Eine Münze. Gibt's noch mehr außer diese Münze? Ach, weißt du was? Ich hoffe, du stirbst deswegen nicht. Irgendwie muss ich jetzt gerade an mein Oblivion-LP denken, wo ich halt auf den Oblivion eben war und gern mal die ganzen Gegner unter die Aufzüge gedrückt habe und dann haben die wegen der Physik-Engine so lustig rumgetanzt. Der Befehl von Hauptmann Ramsay. An alle Einheiten der Stadtwache auf den Posten um den Dunwall Tower. Zum morgigen Jahrestag empfangen wir Gäste aus dem ganzen Kaiserreich. Die meisten finden sie in ihrer Übersicht. Aber es kommt auch ein nicht angeführtes Kontingent aus Kanaka. Kurzfristig, aber wichtig. Kein geringerer als der Herzog von Serkonos wird mit einem Gefolge hochrangiger Gäste und exotischer Ausrüstung zu Ehren unserer Kaiserin anreisen. Ja, die mechanischen Soldaten. Lassen Sie sie passieren und belästigen Sie sie nicht mit den üblichen sinnlosen Inspektionen. Und wenn Sie die Überraschung verderben, kostet sie das Ihren Kopf. Ach, deswegen sind alle tot. Nein, sie sind so oder so gestorben. Geben Sie diese Anweisung an alle Truppen weiter. Hauptmann Mortimer Ramsay, erster Offizier, Nachtwache. Wieso haben wir den Kerl nochmal eingestellt? Nee. Liegt hier noch was? Chicken, überall liegt was. Zum Beispiel Mordopfer.
sich aus wie Detektiv. Oder Spurensicherung, besser gesagt. Ne. Ich sichere doch keine Spuren. Ein Apfel. Ja. Was wird denn hier gekocht? Karottensuppe. Karotten und Kartoffeln. Ich hätte fast Tomaten gesagt. Ja, Tomaten. Definitiv Tomaten ist das braune Zeug. Habe ich jetzt hier alles? Würde ich sagen. Lebst du noch? Ich habe einen roten Cursor und du stehst bewusstlos, ja. Also lebe ich noch. Ich lebe vor... Ja, vor allem lebe ich noch. Es ist gut, dass ich noch lebe. Wäre merkwürdig, wenn wir hier als Leiche rumlaufen. Oder als steinerne Statue. Ja, denn wir sind ein Zombie. Oh, stellt ihr euch mal vor, die würden jetzt hier alle auferstehen. Die Toten. Das wäre nicht lustig. Das soll auch nicht lustig sein, Chicken. Dann ist es das falsche Spielegenre. Ich wusste gar nicht, dass hier Horrorelemente vorkommen. Klar, der weiß, wie er mit dem Boss reden muss. Speichellecker. Speichellecker. Ja, du bist auch fast ein Speichellecker. Gute Nacht.